Auch wenn die Hitze eine Pause macht, die Mücken rauben vielen weiterhin den letzten Nerv. Wie schützen Sie sich gegen die kleinen Quälgeister? Wir haben Tipps in Magdeburg gesammelt. Mit Autan, mit Mückenspray. Ja, oder ich stelle mir ins Schlafzimmer eine halbe Zitrone mit Nelken gespickt hin. Ich kaufe mir Antibrum und das hilft am besten. Ich nehme eine Klatsche und versuche die an der Wand zu erschlagen. Da gibt's so ein Spray, habe ich immer denn. Und den reibe ich mich vorher ein jetzt und dann, ja, wollen wir sehen. Im Haus bleiben, zum Beispiel. Oder mich schnell bewegen. Das wäre jetzt ein echter Tipp. Das ist jetzt auch ernst gemeint. Also, sobald man irgendwie rumsteht und oder sitzt oder so, ist das natürlich schlecht. Gibt's um zu kaufen, das hängt man hinter und wenn die Mücken denn da rankommen, dann werden die vernichtet. Wir cremen uns nie ein und wir werden auch fast nie gestochen. Und wenn die Kinder gestochen werden, dann müssen sie da durch. Ich mach nix. Sie machen gar nichts? Nee, ich habe saures Blut. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe. Na, hatten Sie auch eine kurze Nacht? Also ich war wieder mal auf Mückenjagd. Dieses Surren kann einen ja verrückt machen und einem leider auch den Schlaf rauben. Wie schützt man sich vor Mücken am besten? Da gibt's ja mittlerweile viele Mittelchen. Muss es gleich die chemische Keule sein oder helfen auch Hausmittel? Wir haben den Test gemacht. Ein herrlicher Sommertag am See. Einfach nur zum Genießen. Und schon ist Schluss mit lustig. Ganze Schwärme von Plagegeistern schwirren auf der Suche nach unserem Blut. Mücken. Martin Geier ist Mückenforscher. Er kennt die Ursache für ihre Gefräßigkeit. Die Mücke sticht, weil sie das Blut braucht. Und dieses Blut ist enorm eiweißreich. Und das bringt die Mücke in die Situation, dass sie tatsächlich sehr schnelle Entwicklungszeiten machen kann. Etwa viermal sticht die weibliche Mücke in ihrem Leben. Die Eier legt sie in stehenden Gewässern oder Wiesen ab. Oder auch gerne im Garten in der Regentonne. Schon nach wenigen Tagen schlüpfen die Larven. Und bereits nach 2 Wochen ist eine neue Generation hungriger Mücken abflugbereit. Für die gefürchtete Mückenplage sorgen sogenannte Überschwemmungsmücken. Die legen ihre Eier in Wiesen oder in Senken, wo noch gar kein Wasser drin ist. Und diese Eier können sich über Jahre ansammeln und die können auch den Winter überdauern. Und wenn dann irgendwann mal diese Senke mit Wasser wieder vollläuft, schlüpfen auf einen Schlag Millionen oder Milliarden von Mücken. Und unsere Seen werden zum Jagdrevier. Doch wie können wir uns schützen? Greift man zum vermeintlich gesunden Naturprodukt oder doch besser zum bewährten chemischen Mückenspray? Letzteres kann zu Hautreizungen führen und soll von Schwangeren gemieden werden. Das Naturprodukt arbeitet hingegen mit ätherischen Ölen. Wir machen den Test. Im Labor von Mückenforscher Geier warten Mückenweibchen auf ihren Einsatz an unserem freiwilligen Opfer. Erster Kandidat, das natürliche Teebaumöl. Es wird auf den Arm aufgetragen und gut verrieben. Ein Effekt springt sofort in die Nase. Relativ starker Geruch. Und ja, bin mal gespannt, wie lange es wirkt. Wirkt es denn überhaupt? Der Handschuh soll verhindern, dass die Mücken in die unbehandelte Hand stechen. So, jetzt sieht man sehr schön, dass die Mücken sich schon annähern. Sie vermeiden momentan noch die tatsächlich eingeschmierte Hautfläche. Und genau das ist auch der Zweck des Antimückenöls. Und es klappt. Der Arm unseres Probanden hat den ersten Mückenangriff ohne Stiche überstanden. Wir wollen auch die Langzeitwirkung testen und in der Zwischenzeit die Frage klären, was manche von uns attraktiver für die Plagegeister macht als andere. Der Mythos süßes Blut. In Wirklichkeit hat es nichts mit dem Blut zu tun, aber mit dem charakteristischen Duftcocktail, den jeder Mensch hat. Und der so attraktive Duft der Haut wird verstärkt, wenn wir in der Hitze schwitzen. Dr. Geier hat eine einfache Lösung. Was da oft hilft, ist, dass ich mich in die Nähe eines sehr attraktiven Menschen begebe. Der wirkt dann wie eine Art Magnet und zieht die Mücken eher zu ihm hin und ich bin geschützt.
Attraktiv ist für die Mücke ein bestimmter Duftcocktail des Menschen. Der Duft des Teebaumöls soll die Insekten abschrecken. Der zweite Test. 30 Minuten sind jetzt seit dem Auftragen des Naturöls vergangen. Und seine Wirkung ist komplett verraucht. Die Mücken machen sich über den Arm unseres Testopfers her. Abbruch. Meistens sieht man bei solchen Hausmittelchen genau das. In dem Fall war es sogar noch ganz gut, weil es wenigstens am Anfang ein bisschen gewirkt hat. Das duftende Öl hat, wie die meisten natürlichen Substanzen, nur eine kurze Wirkdauer. Schneidet die chemische Variante da besser ab? Grundsätzlich gilt, alle Mückenmittel schrecken nur auf kurze Distanz. Nur die Hautbereiche sind geschützt, die wirklich eingerieben wurden. Wir sehen, dass Mücken immer noch den attraktiven Reiz des Armes wahrnehmen, aber sie vermeiden eben drauf zu landen. Und das ist das, was man typisch mit diesen Mitteln beobachtet. Und das chemische Mückenmittel wirkt. Der Arm bleibt komplett verschont. Auch nach einer halben Stunde trauen sich die Stechmücken nicht ran. Es ist kein Einsticherfolg, der Arm sieht gesund aus. Die Hersteller der Sprays werben mit Wirkzeiten von bis zu 8 Stunden. Dennoch sollte man bedenken, dass man die Haut chemischen Stoffen aussetzt. Im Kampf gegen die Stechmücke hat Dr. Geier deshalb dieses Kästchen entwickelt. Eine Mückenfalle. Die zieht ausschließlich die stechenden weiblichen Mücken an. Das System ist ausgeklügelt und doch einfach und wirkungsvoll. Die Falle ist so aufgebaut, dass mit Hilfe eines Ventilators die ankommenden Mücken eingesaugt werden. Und gleichzeitig wird über diese weiße Oberfläche der Duft, der angereichert ist, auch mit Lockstoffen, die die menschliche Haut imitieren, in diesem Durchmesser nach oben abgegeben. Über eine Flasche wird Kohlendioxid zugegeben. Das simuliert die menschliche Atemluft. Zusammen mit anderen Duftstoffen werden die Mücken angelockt, eingesaugt und vertrocknen in der Falle. Die Falle kann man ab 100 Euro bestellen. Sie steht nicht etwa auf der Terrasse, sondern im Gebüsch am Gartenrand. Denn unter die schattigen Blätter ziehen sich die Mücken am liebsten tagsüber zurück. Je näher die Falle da steht, wo die Mücken eigentlich zu Hause sind, umso größer ist der Fangerfolg. Und es verhindert dann auch, dass die Mücken weiter zur Terrasse fliegen, wenn sie hier schon attraktive Beute wittern. Wer jetzt noch regelmäßig alle stehenden Gewässer im Garten ausgießt oder abschöpft, kann die Sonnentage im Garten dann auch ungestört genießen.